Fantastic. Hallo, willkommen zu einer besonderen Folge Clash of Clans mit mir, dem Fred, für Mr. Mobile Fanboy. Wir wollen heute mal schauen auf die schlechtesten Updates, die Clash of Clans bisher hervorgebracht hat. Und morgen würde ich dann gerne die besten Updates machen, die Clash of Clans hier vorgebracht hat. Das bedeutet für euch, ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was sind denn für euch die schlechtesten Updates? Ich würde sagen, wir machen mal Top 3. Top 3 die schlechtesten Updates und Top 3 die besten Updates. Das wäre doch mal ganz cool, wenn ihr das dann in die Kommentare reinschreiben würdet und wir dann mal, ja, mal sehen, was, ob unsere Meinungen übereinstimmen, ob unsere Meinungen vielleicht nicht übereinstimmen. Da wäre mal ganz lustig. Fände ich auf jeden Fall. Also, Top 3 die schlechtesten Updates in Clash of Clans. Nummer 3, dafür habe ich mir diesen Angriff rausgesucht, um es eigentlich mal so ein bisschen zu relativieren. 8 Eilzauber. Nummer 3 ist bei mir definitiv der Eilzauber. Der Eilzauber kam am 1. Juli diesen Jahres zusammen mit der dunklen Zauberspruchfabrik und in der Patchnote hieß es offiziell: Hey Spell, the fastest speed boost ever at half the storage space of a Rage Spell. Ja, also ein Zauber, der in der dunklen Kaserne ansässig ist, bis Level 4 gemacht werden kann und die Truppen halt in seinem Radius beschleunigt, ohne den Schaden zu erhöhen. Und dann, also versteht mich nicht falsch, ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Leute, die den Haste Spell benutzen und es ist, wie gesagt, hier in diesem Video wirklich nur eine subjektive Einschätzung von mir. Es ist einfach meine persönliche Meinung. Ich weiß, viele von euch sehen es anders und ihr habt auch das gute Recht dazu, das anders zu sehen. Es ist einfach, ja, jeder darf ja in dem Sinne seine eigene Meinung vertreten. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ich mag, was weiß ich, das Update mit dem Rathaus 10 nicht oder so, dann ist das ja seine Meinung, dann ist das ja nicht falsch. In meiner persönlichen Ansicht, diese Top 3, ist der Haste Spell auf jeden Fall dabei, weil ich ihn einfach noch nicht, ich benutze ihn einfach nicht und ich habe einfach noch nicht so den Platz in dem Spiel gefunden, wo ich ihn denn gescheit benutzen könnte. Das ist so, deswegen ist er in meiner Top 3 auf jeden Fall dabei. Wir sehen es jetzt zum Beispiel hier in diesem Angriff mit den 8 Haste Spells, dass er durchaus seine Berechtigung hat. Ist allerdings die Frage, jetzt mit den 8 Haste Spells, hätten es denn die Wutzauber nicht auch getan? Also versteht ihr, was ich meine? Er setzt jetzt Haste Spell 1, Haste Spell 2, Haste Spell 3, damit die dann schön dahin fliegen. Allerdings ja, vor allem jetzt hier in der Mitte natürlich, wenn du da die, wenn du hier das Rathaus hast mit den X-Bögen, dann mit dem Wutzauber machst du dann natürlich auch schon relativ viel Schaden am Rathaus, ne? Durch den Flächenschaden der Ballons ist dann die Frage. Also lasst es mich mal so formulieren: Der Haste Spell könnte in Zukunft noch wichtig werden, besonders im Hinblick auf Rathaus 11 mit der neuen Verteidigung, weil du dann vielleicht dadurch, dass du, wenn du diese, ich sage es mal, Eagle, Bald Eagle, ne, die neue Verteidigung, ich nenne sie jetzt einfach mal so, wenn du dann die neue Verteidigung hast, wo die Laserstrahlen aus dem Himmel kommen und du wirklich schnell dich durch die Base bewegen musst, dann könnte der Haste Spell noch eine entscheidende Bedeutung haben. Aber Stand jetzt, Stand 3.11. vor dem Update, ist er für mich noch nicht so sinnvoll. Deswegen ist er in den Top 3 dabei und Supercell hatte wirklich viele gute Updates und deswegen war es auch gar nicht mal so leicht, überhaupt etwas zu finden, wo dann wirklich, etwas nicht so gut war, in meinen Augen. Und deswegen, Haste Spell auch bei mir auf jeden Fall in den Top 3 vertreten. So. Und jetzt kann ich euch sofort auch sagen, was Nummer 2 ist auf meiner Liste, nämlich die Helden-KI, beziehungsweise das Update der Helden-KI. Das war auch am 1. Juli und das steht offiziell in den Patch Notes: AI Improvements. Troops and Heroes are less likely to target walls unnecessarily, even the Archer Queen. Troops and Heroes will not continue bashing through walls to get a destroyed target. Also in meinen Augen war das Update einfach mega scheiße mit den Helden. Du kannst Sprungzauber und Königin funktioniert sowieso schon mal gar nicht. Die Königin läuft einfach wie sie will, habe ich so teilweise das Gefühl. Also keine Ahnung, es ist nicht so, ja, die Helden sind nicht mehr so das, was sie mal waren in meinen Augen. Ich habe auch viele Leute gesehen, die sich da beschwert haben, auch in den Clankriegen ist mir das immer mal wieder aufgefallen. Was irgendwie da so war, teilweise, dass du einfach manche Entscheidungen der Helden absolut nicht mehr nachvollziehen konntest. Das war so das. Und er farmt hier übrigens, er ist in Champions League 2 und nimmt Barge und ein paar Riesen noch mit, Mauerbrecher, Magier und Schweine, okay. Auch eine interessante Kombination. Ja, wir wollen mal sehen, wie sich das jetzt hier entwickeln wird und was der Salah al-Din hier macht. Ich bin übrigens gerade zu Besuch
zu Besuch in meinem zweiten Lieblingsclan, verbrannte Erde. Okay, es ist zusammen mit Mobile Fanboy. Ne? Zusammen mit Mobile Fanboy ist einer meiner Lieblingsclans auf jeden Fall. Der Clan verbrannte Erde. Und wir wollen uns gleich mal sehen, was die Helden machen. Das ist echt das Problem. Die Königin, dass du die Königin, vor allem auch im Clankrieg, wenn sie mal in den... Du kriegst sie nicht mehr richtig in den Sprungzauber reingesetzt. Und auch die Taktik mit den Heilern und mit der Königin funktioniert zwar noch, aber nicht mehr so gut, wie sie mal funktioniert hat. So, jetzt setzt er den Freeze. Die Königin läuft immer noch relativ weit außen rum. Jetzt wollen wir mal sehen, was sie macht. Sie läuft jetzt noch zur Death hin. Kümmert sich jetzt noch um die Luftabwehr. Ich bin mal gespannt, weil er hat sich ziemlich aufgeregt im Clan-Chat, dass die Königin nicht dahin läuft, wo sie geht. Ja, nichts mehr. Warum? Warum läuft sie dahin? Warum läuft sie dahin und warum läuft sie nicht in die Mitte? Das ist jetzt eine Frage. Sie hätte eigentlich auch in die Mitte laufen können. Also ich verstehe einfach nicht die Logik hinter diesem Update. Also es hat im Grunde keine Konsistenz. Also es hat, sagen wir mal so, keine Kontinuität in den Entscheidungen der Helden. Die Helden machen mal das und machen mal das. Aber teilweise kannst du es nicht so richtig nachvollziehen. Also sie läuft jetzt wieder dahin, jetzt ist sie natürlich gleich tot. Also sie hätte doch einfach noch über die Mauer springen können, hätte sich doch noch das Dunkle holen können. Es war fast, ja, es waren 3000 drin. Also das hat ihnen dann schon ein bisschen was gekostet auf jeden Fall. Dann, natürlich, last but not least, das absolute Highlight aller Updates, die bisher kamen und die auch noch kommen werden und ja, aller Spiele bisher, die es jemals gab. Das absolute Highlight-Update war natürlich, wir könnt ja mal raten, ne? Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Der Luftfeger natürlich. Luftfeger beherrschen den Himmel mit starken Windstößen. Ja, das kann Matthias auch mit seinem Arsch. Die fliegenden Feinde zurückdrängen, sie können nur in eine Richtung zeigen. Dreh deinen Luftfeger so, dass sie am effektivsten eingesetzt werden können. Ja. Mal abgesehen von der totalen Sinnlosigkeit dieser Defense. Alleine auch das ganze Prinzip, das Aussehen, die Kosten, das ist einfach alles scheiße, finde ich. Ich weiß, viele Leute mögen den Luftfeger auch, aber ich kann damit... Ich weiß auch nicht. Ich meine, er erfüllt ja auch noch... Er erfüllt seinen Zweck ja. Also, er pustet die Sachen ja weg. Allerdings finde ich das einfach total lachhaft. Denn in so ein Spiel, wo es wirklich um Kämpfen geht, du hast Blitze, du hast Feuer, du hast also Inferno-Türme, du hast X-Bögen mit tödlichen Pfeilen, du hast Schwerter und dann hast du einen Luftfurz da drin. Also, ganz ehrlich, wieso? Da kann die Königin doch auch gleich einen Föhn mitnehmen, wenn die Jahre mal nass werden oder so. Dann könnte Regen reinmachen, dann nimmt die Königin einen Föhn mit und dann vielleicht haben wir Glück und die hält mal auf ein paar Ballons drauf, die in der Gegend rumfliegen. Also, ganz ehrlich, nee. Ich weiß, viele mögen den Föhn, aber ich mag ihn nun mal nicht. Und das ist ja, wie gesagt, meine subjektive Meinung hier im Spiel, dass ich quasi sagen kann, nein, der Luftfeger, der Föhn, der ist nicht meins. Der ist einfach nicht meins. Ich weiß auch nicht, das sieht auch nicht, irgendwie passt auch äußerlich, finde ich, nicht da rein. Ne? Also vor allem jetzt hier mal, so in Kombination mit dem X-Bogen Level 3. Und dann vor allem, das finde ich auch cool. Das siehst du mal auch so, dass es eigentlich inhaltlich oder zumindest grafisch auch passt. Der X-Bogen 3, schön hier mit dem Holz. Dann sieht man noch das Seil, was da dran gespannt ist. Das gleiche sehen wir jetzt auch hier bei der Luftabwehr. Sieht auch alles geil aus. Und dann haben wir so einen Föhn. Ich weiß es nicht, Leute. Ja, das waren so zumindest meine Top 3. Hatte ich nicht noch einen coolen Angriff? Ich weiß nicht genau, ob er noch im Clan-Chat ist. Ich glaube aber nicht. Leider nicht. Oder? Rudi der Rächer hatte noch einen geteilt. Ach komm, leider nicht mehr ganz drin. Aber lasst mich nochmal zusammenfassen. Das war auf jeden Fall meine Top 3 der schlechtesten Updates oder beziehungsweise der schlechtesten Sachen, die veröffentlicht wurden in Clash of Clans. Nummer 3, der Eilzauber. Nummer 2, das Update der Helden-KI am 1. Juli. Und Nummer 1, der gute alte Airsweeper, der Luftföhn, der Luftfeger, nennt es wie ihr wollt. Und, unlock the Tunnel 6, Airsweepers gain more punishing strength when upgraded. Ja geil, dann kann er noch schneller pusten als jede Einheit zuvor. Ja. Bin ich wieder auf meinen Bildschirm gekommen, es war ganz kurz das Bild weg, auch geil. Ja, der Luftfeger kam übrigens am 30. April diesen Jahres kam der Luftfeger. Aber ich denke mal, morgen in der Folge zu den
besten Updates, da kann ich viel mehr erzählen. Denn man muss natürlich auch sagen, es gab viel, viel mehr richtig geile Updates als schlechte Updates. Schlechte Updates gab es wirklich nur ganz wenige. Ich habe jetzt schon 3 rausgesucht. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es in meinen Augen viel mehr gibt. Aber gute Updates, da gibt es richtig viel zu sagen. Da kann ich, glaube ich, auch 2-3 Folgen drüber machen, wenn es sein muss. Wenn ihr das wollt. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, diese Folge, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr euch was wünscht an Themen oder sowas, an Inhalten, schreibt es drunter, Leute. Ihr seid die Zuschauer, ihr dürft das bestimmen, was ihr sehen wollt. Wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, schreibt es einfach drunter. Wenn ihr sagen wollt, greift mal mit dem und dem an, mach mal das und das. Ihr seid die Zuschauer, ihr bestimmt das. Also macht's gut, bis um 17 Uhr. Tschüss.